zu einer neuen Folge Pechkeks, Adventskalender, grausige Weihnachten und heute öffnen wir das Türchen Nummer 21. 21, ist das nicht eine Glückszahl? Auf jeden Fall gibt es einen Film davon und es hat natürlich eine besondere Bedeutung, aber wir wollen nicht lange reden. Karten spielen und so, ihr wisst Bescheid, gibt es ja auch 21, 17 und 4. Und wir machen mal das Türchen auf, schauen mal, was da heute drin ist. Wow, das sieht doch richtig genial aus. Seht ihr da, die Kinder, die Weihnachtslieder singen und sich die Seele aus dem Leib brüllen. Und der eine muss sich schon übergeben, der kotzt einfach den ganzen Weg voll. Wie der Iswo damals beim Chinamann auf den Tisch gekotzt hat, nach dem 80-prozentigen Reisschnaps, chinesischen Reisschnaps und den Nudeln hinterher. Aber wir machen mal wieder das Beutelchen auf. Wir schauen mal, was da heute drin ist, wieder welcher Spruch. Erstmal den Keks aus der Verpackung nehmen, aufbröseln natürlich. So, oh, da ist ein ganzes Stück weggebrochen. Und wir schauen mal, oh, der ist aber heute lang. Dir geht es momentan nicht besonders gut. Macht nichts. In den nächsten Wochen geht es dir dafür besonders schlecht. Hey! Das passt immer wieder wie die Faust aufs Auge, als würde das genau meine Zukunft bestimmen können und voraussehen, denn es trifft immer genauso zu, wie es hier drin steht. Kann man jetzt nicht nachvollziehen, aber ist wurscht. Wir probieren noch den Keks natürlich. Beziehungsweise, was heißt probieren? Wir kennen ihn ja. Wir genießen noch den Keks. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zum nächsten Mal esse ich den und dann versteht man einfach nichts mehr. Und bevor wir uns nochmal innig reden, hat mal jemand gesagt. Sehen wir uns morgen bei der Nummer 22 wieder. Es geht dem Ende zu, ihr seht, es kann noch viel passieren. Aber bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.